Routinen oder Kontrollen oder eben neuen Aménagementen. So gibt es auch ein Propos für Bürger, die sich wünschen, dass Zebrastreifen besser belichtet gehen. Neben einer permanenten Belichtung vom Fußgängerübergang gibt es auch die Idee von Luchten, die ihr just anknipst, wenn ihr neben die Wattstraße gehen. So wie du heim, wenn ihr sie glutum ist. Das gibt Leute motivieren, beide Fußgängerstreifen zu gehen. Und noch über die Plätze, wo es hell ist, hat gibt etwas geschehen, sodass ein Automobilist auch anders reagieren. Zebrastreifen aus sich mit sicher gestalten als eine Möglichkeit. Eine andere Lösung meint dieser Mann, wie das Gefährer mit einer Fischt der Bremslucht auszurüsten. In der ganzen Kopfverkehrssituation, wo ein Fischt Bremslucht Sicherheitsplus gibt, speziell Elektro oder Kanner, von denen über den Zebrastreifen gehen, die kann er nicht klar und deutlich erkennen, den Auto, den er auf sie zurückkommt, ob sie wirklich mal Fuß auf der Bremse oder hat er just den Gas zurückkommen gelassen. Die Fischt Bremslucht könnte heute zu einer besseren Kommunikation zwischen Automobilisten und Fußgänger beidrohen. Allerdings müsste für das Idee umzusetzen, die ganze Automobilindustrie mit impliziert gehen, weil das kurzfristig echt unwahrscheinlich zu realisieren ist, weil die Sécurité Routière wohl nach dem Problem von der Inflation von Fußgängerstreifen heute zu Lützebusch angehen. Da gibt es Plätze, Nationalstraßen zum Beispiel, wo Fußgängerstreifen aus dem Manifest nicht hineingehört. Da das eng sagt, da intervenieren wir auch systematisch und dann geschieht auch etwas. Für selber als Fußgänger zur Verkehrssicherheit beizudrohen, geht noch einmal und Leute appelliert, Blickkontakt zu holen, was sie die Straße kreuzen. Sie sollen nicht an oder ob den Ohren haben, für die Autos zu hören, was sich auch nicht undoen, sich also sichtbar machen. Und auf dem Handy gucken.